Ja, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Tipps und Tricks Video zu Pokémon Schwert und Schild. Ich bin hier in Fair Valley und da gibt es 3 TMs zu holen. Und zwar die erste ist gleich mal danach hinter dem Pokémon Center. Und zwar die TM Erholung ist das. Die war hier, glaube ich. Ja, irgendwo hier ist die gelegen. Auf jeden Fall. Direkt hinter dem Pokécenter versteckt. Gut, springe ich wieder runter. Die nächste ist hier in dem ersten Haus da gleich. Oh, no, das war das falsche. Das zweite, das rechte Haus. Genau, und hier von dieser lieben Omi habe ich die TM Bürde bekommen. Ja, einfach mit ihr reden und die schenkt ihr einem. Dann noch die dritte, die TM Akrobatik. Da muss man ein bisschen was für tun. Hier steht der Typ. Und zwar verlangt er von euch, ich weiß nicht, das ist vielleicht abhängig, welchen Starter man genommen hat. Von mir wollte er auf jeden Fall, dass ich komplett die Feuerrüstung anziehe. Feuerrüstung halt ein Team für Feuer da. Und das waren eben die Schuhe, mussten das sein, die Hose, eine Jacke, Kappe, Rucksack und Handschuhe. Erst als ich alle diese Sachen hatte, davor hatte ich noch ohne Handschuhe und Rucksack, da ging es nicht, aber mit allen je Feuerartikeln von der Kleidung, dann einfach zu ihm gehen, mit ihm reden und er gibt einem die TM Akrobatik. Ja gut, das war's schon wieder, die 3 TMs, die hier zu holen sind. Gut, dann wünsche ich euch damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!